Er hat gut lachen. Martin Lannig, der Neuzugang mit der Nummer 13, heute beim Training vor der Commerzbank Arena in Frankfurt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kam im Tausch gegen Matthias Lehmann vom 1. FC Köln in die Mainmetropole und bewies sein Können direkt im ersten Spiel dieser Saison. In der 82. Minute köpfte der 1,90-Mann den Ball zum 2:1 ins gegnerische Tor und holte damit die ersten 3 Punkte für Eintracht Frankfurt. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich der Mannschaft helfen konnte mit dem Tor, das dann doch noch zum Schluss mit dem Sieg gereicht hat für uns. Nachdem die erste Halbzeit nämlich für die Adlerträger nicht ganz so rosig aussah und die Mannschaft bereits in der 30. Spielminute das erste Tor vom Leverkusener Kießling kassierte, war die Stimmung gedrückt. Denn Eintracht Frankfurt spielte sich immer wieder Torchancen heraus, doch traf den Ball dann doch nicht in die gegnerischen Maschen. Erst in der 57. Spielminute schaffte Stefan Aigner den Ausgleich. Und am Ende machte Lannig den Sieg perfekt. Nach der Niederlage im Pokal war das Balsam für die Seele. Ja, war schon sehr wichtig. Ich denke, unser Pokalspiel war nicht so optimal, gerade vom Ergebnis her. Und von daher war es wichtig für uns, dass wir eine Reaktion zeigen. Und das haben wir, denke ich, sehr gut gemacht. Am kommenden Wochenende spielt Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Bisher ist die Mannschaft guter Dinge. Ein gutes Gefühl. Ich denke, wir haben ein positives Erlebnis und haben, denke ich, auch Selbstvertrauen gewonnen in dem Spiel. Hoffenheim ist nicht so optimal in die Saison gestartet. Und von daher bin ich gespannt, wie das Spiel läuft. Um 15.30 Uhr rollt der Ball am Samstag in Hoffenheim. Wir sind gespannt, ob der Frankfurter Torjubel weitergeht.